Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Talk am Montagabend, Redaktionsbesuch. Und wir haben heute ein großes Thema, über das viele immer reden und das die ganze Gesellschaft betrifft, nämlich Sicherheit, innere Sicherheit, Polizei. Und dazu habe ich jemanden eingeladen. Herzlich willkommen, Steffen Melzer, der schon mal da war und ein ganz tolles Buch geschrieben hat, damals über Gefahrenabwehr, wie man sich schützen kann. Dann noch ein Buch geschrieben hat, über wie man Kinder schützen kann. Also richtige Service-Ratgeber. Und jetzt hat er ein weiteres Buch geschrieben. Schön, dass Sie da sind, Herr Melzer. Guten Abend. Schlussakkord Deutschland heißt das. Mhm. Und das haben Sie aber nicht alleine geschrieben, sondern es sind ein paar Aufsätze von Ihnen drin. Da schreibt zum Beispiel auch der Rainer Wendt, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Deutschland. Und da geht es um die Polizei. Und zwar in der Gestalt, dass man sie doch in großen Teilen in der Situation in der Gesellschaft alleine lässt, im Stich lässt. Und da hatten wir ja nun auch die ganzen Diskussionen hier in Brandenburg mit der Polizeireform und der Situation der Stärke der Polizei und wie die Polizei ausgerüstet ist, die hohen Krankheitsstände bei der Polizei. Sind das alles so Faktoren, dass man sagt, die Polizei ist eigentlich arm dran oder so? Oder hat sich verschlechtert die Situation für die Polizei? Na, es wird ja die letzte Polizeistrukturreform in Brandenburg wird ja immer sehr gefeiert von der Politik. Die war 2011. Und ich kann dieses Eigenlob in keinster Weise nachvollziehen. Ab 2011 ist es vieles in der Polizei schlechter geworden. Diese sogenannte Polizeistrukturreform war in Wirklichkeit nichts anderes als ein Stelleneinsparprogramm. Also die Lösung kennt man noch aus DDR-Zeiten, immer weniger machen, immer mehr. Also das war Grundlage dafür. Ich kann diese Jubelstürme über diese Polizeistrukturreform in keinster Weise nachvollziehen. Obwohl man jetzt ja ein paar Stellen mehr versucht, ja, also, zu schaffen. Also auch die 9000 oder was weiß ich, wollen so drauf. Also ich will eine kurze Story mal erzählen. Ich bin ja in der GdP, in Gewerkschaft der Polizei. Sie sind ja auch, das wollen wir hier natürlich auch ganz klar sagen, Polizist. Ja, okay. Nicht nur Buchautor, sondern Polizist, mhm. Im Land Brandenburg angestellt und in Potsdam und dort waren Sie lange Sicherheitstrainer, ne? Ich war Einsatztrainer, zertifizierter Einsatztrainer, habe 15 Jahre erwachsene Polizisten, also die Ausbildung schon hinter sich haben, fortgebildet. Sowohl in Tages- als auch Wochenseminaren, also Schießen, Amok-Training, Kommunikationsseminare, Verkehrskontrollen, häusliche Gewalt und so weiter und so fort. Also ich habe da eine recht große Erfahrung darin. Und weiß schon etwas, worüber ich rede, weil ich habe in den 15 Jahren also ganz viel Kontakt zu den Kollegen aus den unterschiedlichsten Dienstbereichen gehabt und erlaube mir ausdrücklich, hier eine Meinung zu äußern dazu. Wie äußert sich das denn, wenn Sie den Kontakt haben? Sie schreiben ja oder auch die ganzen Beiträge im Buch gehen ja in diese Richtung, dass die Polizei sich im Stich gelassen fühlt. Woran machen Sie das denn fest? Liegt es daran, dass sie auch schlecht ausgerüstet ist, dass sie quasi in irgendeiner Weise von der Politik nicht richtig gefördert wird? Oder wie sehen Sie das? Meiner Ansicht nach hat die Politik die Polizei jahrelang vernachlässigt. Ich weiß, dass der Minister Schröder sehr bemüht ist. Also das finde ich durchaus anerkennend, muss ich sagen. Wenn ich aber an eine Veranstaltung denke, bei der Gewerkschaft der Polizei mit seinem Vorgänger, der dann allen Ernstes den anwesenden Polizisten erklärt hat, mit der Grenzkriminalität, also Brandenburg. Das war Holzschuhe. Genau. Ja. Ich wollte den Namen eigentlich nicht nennen, aber jetzt ist er raus, Holzschuhe. Wir wissen ja, dass die Grenzen geöffnet worden sind nach Osteuropa. Und natürlich gab es eine große Anzahl an neuer Grenzkriminalität. Wenn der dann den verblüfften Polizisten ernsthaft erklärt, mit dieser Form, mit dieser Steigerung der Grenzkriminalität hat vorher niemand gerechnet, dann muss ich mich allerdings fragen, meint der Mann das ernst? Oder wenn er das ernst meint, muss ich Bedenken haben. Aber wenn er es nicht ernst meint, muss ich auch große Bedenken haben. Also das, ich muss sagen, die Politik hat die Polizei auch in Brandenburg jahrelang als Stiefkind behandelt. Aus meiner Sicht jedenfalls. Das sagen die natürlich anders. Auch der Polizeipräsident, der hier war und sagt, wir sind jetzt ganz modern und aufgerüstet und auch die Uniformen und die ganze Schutzausrüstung ist alles tipptopp bei uns. Also es ist nicht so, dass nun alles schlecht ist, um Gottes Willen. Ja, ja. Nein, nein. Wir sind schon eine relativ gut aufgestellte Polizei, die vor allen Dingen vom Engagement der Beamten lebt.
trotz dem einen oder anderen Hickhack, trotz dieser Polizeistrukturreform. Aber es werden ja auch so viele krank, das muss ja auch Ursachen haben, das kommt ja nicht von ungefähr. Also ich habe mal ein Seminar in der GdP mitgemacht über Gesundheitsmanagement, da hat man dann darüber gesprochen, dass man höhenverstellbare Schreibtische anschafft oder irgendwelche Stühle für Rückenkranke, das ist es nicht. Mhm. Das Problem aus meiner Sicht ist die schlechte Mitarbeiterführung, die es aus meiner Sicht nach wie vor zu beklagen gibt. Allen anderen Reden zum Trotz, ich bin ja öfters mal im Innenausschuss zu Gast, also Minister Schröder hat ja wieder die tolle Führungskultur gelobt. Also Eigenlob wird man hier sehr viel vorfinden. Das können Sie nicht nachvollziehen? Ich kann das in keinster Weise nachvollziehen. Es ist in den letzten Jahren überhaupt nicht besser geworden. Trotzdem, trotz der Bemühungen des Polizeipräsidenten, der hat ja so eine Art Charmoffensive sozusagen veranstaltet, ist in jeden Bereich gefahren, durfte auch jeder seine Meinung sagen, ist alles gut und schön. Angeblich soll es ja keine Folgen haben. Ich habe auch ein paar andere Sachen gehört, da hat es sehr wohl Folgen gehabt, wenn man seine Meinung sagt. Vor allen Dingen ist diese Charmoffensive darauf zurückzuführen, dass zu viele Kollegen zu den Medien gegangen sind, weil sie innerhalb des Bereiches, also innerhalb der Polizei, keine Probleme klären konnten. Es ist einfach oftmals unmöglich oder nur sehr schwer möglich, in so einer straffen Hierarchie Probleme zu klären. Hier gilt immer noch die alte Weisheit, Ober schlägt unter. Nicht das eine Argument, das andere Argument. Also die Mitarbeiterführung, die ist für mich der erste Grund für die hohe Krankenrate. Wir haben im Schnitt ca. 35 Tage. Krankheitstage pro Bediensteter in der Polizei. Da hat sich nichts, aber auch gar nichts verbessert. Sind die Polizisten vielleicht auch verunsichert? Dass sie sagen, wir dürfen vielleicht auch zu wenig oder wir wissen gar nicht, was wir überhaupt noch für Möglichkeiten oder Rechte haben oder wie sehen Sie das? Das glaube ich eigentlich nicht. Polizisten sind fachlich sehr gut ausgebildet in Deutschland. Also müssen wir wirklich mit die Besten der Welt. Das muss ich auch mal sowas wie ein Eigenlob aussprechen. Also die sind in der Regel fachlich topfit. Also die wissen schon sehr gut, was sie dürfen, was nicht. Natürlich, ich meine, wo Polizisten, wo Menschen arbeiten, werden auch mal Fehler gemacht. Fehler passieren, ich habe auch schon Fehler gemacht im Dienst. Muss man dazu stehen. Aber wenn es dann natürlich Beschwerden vom Bürger gibt, die manchmal nicht so berechtigt sind, nicht alle Beschwerden sind berechtigt, manche schon, und die merken, der Vorgesetzte steht nicht dahinter, dann hat man natürlich kein gutes Gefühl, wieder zum Dienst zu gehen. Es ist wichtig für Polizisten, dass sie sich wohlfühlen, auf Arbeiten gut behandelt werden. Das heißt, dass sie auch irgendwie gestützt werden bei ihrer Arbeit oder das, was sie tun, dass das auch honoriert wird und nicht dann wieder über Bord geworfen wird. Na, die müssen merken, dass der Vorgesetzte hinter denen steht. Im Wachenwechseldienst wird das zum Beispiel also sehr gut vorgelebt. Wir haben aber auch andere Bereiche in der Polizei, wo das vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist, diese Unterstützung der Bediensteten. Fehler werden ja ab einer bestimmten Ebene in der Polizei nicht mehr gemacht. Glaubt man von sich selbst. Aber wenn es darum geht, Fehler von unterstellten Mitarbeitern auszuschlachten, da ist man in der Regel sehr gut. Ich habe das also selber im Innenausschuss beobachtet, wie man da anfing, von einer Fehlerkultur zu sprechen. Und es ging darum, dass ein Bediensteter in der Leitstelle am Telefon eine falsche Auskunft gegeben hat und möglicherweise auch falsche Maßnahmen eingeleitet hat oder etwas zu unterlassen hat einzuleiten. Das muss man auswerten, das ist richtig. Ob man das unbedingt öffentlich machen muss, ist eine andere Frage. In dem Zusammenhang von einer neuen Fehlerkultur zu sprechen, wie es Minister Schröder getan hat, halte ich für bedenklich, wenn es um die kleinen Bediensteten geht. Ich würde mich eher freuen, wenn man von der Fehlerkultur mal in der Führungsebene sprechen würde. Aber da lobt man sich von früh bis abends. Tja, bis spät. Ja, so ist das. Ja, die Polizei ist ja jetzt nicht nur alleine da, sondern sie ist ja in gewisser Weise auch abhängig von Staatsanwaltschaft, von der Politik bei ihrem Handeln. Und oft muss ja die Polizei, oder das schreiben Sie auch gerade in Ihren Buchen, in Ihren Aufsätzen bei Schlussakkord Deutschland, quasi büßen für die Fehler anderer. Das heißt, nehmen wir mal das, ein Beispiel aktuell aus Brandenburg, was noch nicht so lange zurückliegt, der Fall in Mühlrose, der viele sehr aufgeregt hat. Dieser junge Mensch, dieser Täter, dieser Jan, der bei seiner Oma wohnte und dann diese fürchterliche Tat, erst die Oma umgebracht und dann über die zwei Polizisten, die da zu Tode kamen, drüber gefahren ist. Die Polizisten leben nicht mehr, sind Opfer dieser Gewalttat, dieses Mannes. Und nach Untersuchungen hätte man das ja vielleicht sogar vermeiden können. Das heißt, es gab immer wieder Gutachten, Therapiegeschichten über diesen Täter, aber man hat das nicht beachtet. Und am Schluss hast du die Polizisten als Opfer im letzten Glied. So beschreiben sie das ja in etwa. So ist es auch.
Also für Fehlhandlungen quasi des Staates muss die Polizei büßen. Ja, das kann passieren. Also, das kann passieren, das passiert öfter, sagen die Polizei ist ja nun mal zur Gefahrenabwehr da. Wir haben seit 1945 sogar 400 getötete Polizisten in Deutschland. Also das ist eine ganze Menge. Also Polizisten müssen es mit ihrem Leben bezahlen, weil es anderswo schief läuft. Das ist ein hoher Preis, den Polizeibeamte zu zahlen haben. In unserem Eid haben wir allerdings auch geschworen, dass wir auch unser Leben einsetzen für unseren Beruf. Das unterscheidet einen Polizeibeamten von einem Postzusteller oder von einem Verwaltungsbeamten, der nicht sein Leben einsetzen muss für eine Sache. Oder ich sage mal als Beispiel am Mocklage. Früher hat man da gewartet, bis das SEK einrückt. Aus Erfurt hat man gelernt, man passt die Strategien ja auch an, dass das in Zukunft nicht mehr passieren wird. Der erste Funkstreifenwagen, der eintrifft, der geht auch rein in die Schule, wenn es in der Schule ist beispielsweise. Und wenn die zu zweit sind, egal, also da heißt es Menschenleben retten. Und die müssen natürlich dabei auch das eigene Leben unter Umständen großen Gefahren aussetzen. Das darf man nicht ganz vergessen, wenn man immer über die Privilegien der Beamten spricht und so weiter. Also sagen wir jeden Tag in der Presse oder in Medien, wie gut es den Beamten hier gehen würde. Dafür setzen die aber auch ihr Leben ein. Und Mirosis ist auch die so. Die denkt man aber gar nicht so, glaube ich, bei dieser Geschichte an diese Beamten, sondern man denkt da eher an die in den Schreibstuben da irgendwo sitzen. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, das ist auch wichtig. Also nicht alle können im Wachenwechseldienst sein. Das ist richtig, also jeder hat seine Berechtigung an seinem Platz. Und wenn der dort irgendwas machen würde, was keiner braucht, dann würde der dort nicht mehr sitzen. Aber Mirose ist ein trauriges Beispiel, auch was unsere Fortbildung betrifft im Übrigen. Ich habe 2015 die Titelstory gemacht in der deutschen Polizei. Umgang mit psychisch gestörten und erkrankten Personen im polizeilichen Einsatz. 7 Seiten lang. Das hat mir sehr viel Anerkennung verschafft. Also mich hat der Chefpsychologe der bayerischen Polizei angerufen, hat mir gratuliert zu dem Artikel, hat nochmal gesagt, dass es sehr wichtig ist, Polizisten zu schulen im Umgang mit psychisch gestörten Menschen, weil es hat schon viele Tote auf beiden Seiten gegeben. Es ist auch wichtig, dass Polizisten da gebrieft und geeicht sind, eine gewisse Sensibilität entwickeln, weil solche Täter natürlich auch ganz anderes Gefahrenpotenzial mittragen. Also die meisten psychisch gestörten Menschen sind harmlos. Also die begehen weniger Straftaten als andere, aber es gibt Krankheitsbilder. Es gibt halt ganz harte Fälle. Genau, also Schizophrenie, Psychopathie, verbunden mit Drogen- oder Alkoholmissbrauch ist ein extrem gefährliches Potenzial. Da müssen Polizisten verstärkt drauf sensibilisiert werden. Und der Beitrag ist unter anderem auch im Bundesgerichtshof archiviert worden als besonders wertvoll. Nur in Brandenburg hat sich niemand dafür interessiert. Und das finde ich sehr bedauerlich, muss ich sagen. Also es wird auch in manchen Polizeifachhochschulen zum Grundlagenstudium verwendet, die Ausarbeitung und so weiter. Nur in Brandenburg ist nichts passiert. Da hat die CDU eine kleine Anfrage an die Landesregierung geschrieben, ob denn Polizisten nun mal fortgebildet werden auf dem Gebiet. Da hat man also einräumen müssen, dass in den externen Weiterbildungszentren, wo ich also auch viele, viele Jahre tätig war, erst ab 2018 das Thema aufgelegt wird. 3 Jahre zu spät für meine Begriffe. Ich kenne auch einen Kollegen, den hat einem psychisch Gestörter das Messer in den Hals gerammt. Boah. An der rechten Seite drin, auf der linken Seite kam es raus. Oh. Der hat nur durch Zufall überlebt. Oh. Das war auch ein psychisch gestörter Mensch. Also wir haben solche Fälle öfters mal. Die liest man nicht alle in der Zeitung. Wir haben jetzt aber 2 getötete Polizeibeamte. Und meiner Meinung nach dürfen wir jetzt auf keinen Fall zum Alltag übergehen. Das muss Konsequenzen haben, dieser Fall. Und da bin ich mal gespannt, was passiert. Das ist ja zum Beispiel jetzt ein ganz hartes Beispiel dafür, dass Polizisten mit einer konkreten Situation ein bisschen alleingelassen werden, dass sie nicht richtig vorbereitet werden auf solche Menschen, die so gewalttätig werden können. Es ist ja so, ein Polizist muss ja, das wissen Sie ja besser als ich, in jeder Situation hat das mit ganz anderen Tätern zu tun. Das heißt, er muss sich ja immer wieder ganz verschieden einstellen, auf bestimmte Tätertypen auch. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, das muss ja geschult werden. Das ist ja, glaube ich, auch die Schwierigkeit. Ja, es gibt bestimmte Grundlagen im Verhalten. Also ich sage mal so, das Erste, was ein Polizeibeamter immer macht, ist die Möglichkeit der Kommunikation. Ja.
Das hängt oftmals auch mit dem eigenen Auftreten zusammen. Man kann trotzdem alles richtig machen und trotzdem Opfer einer Straftat werden als Polizeibeamter. Also man kann mit vielen Eigensicherungsmaßnahmen das Risiko von 50% auf 2% minimieren. Mhm. Aber es bleibt immer ein Restrisiko bestehen. Also man kann einfache Dinge wie zum Beispiel Distanz, ne? Also das empfehle ich übrigens auch Mitarbeitern im öffentlichen Dienst. Also wenn sie jetzt ein Konfliktgespräch haben, immer auf Distanz achten, immer im Hinterkopf haben, es kann auch anders kommen, als man es bisher gewöhnt ist. Und das heißt nicht, wenn man 20 Jahre nie geschlagen worden ist im öffentlichen Dienst beispielsweise, dass das so bleiben muss. Irgendwann ist immer das erste Mal. Und da gibt es aber eine Menge Methoden, eine Menge Möglichkeiten aus der Eigensicherung und das Trainieren Einsatztrainer, wie man das größte Gefahrenpotenzial minimieren kann. Also ein Polizist ist da nicht sozusagen dem hilflos ausgeliefert. Normalerweise, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, es ist ja so, dass man auf Menschen trifft, die im Großen und Ganzen ja mit dem Staat, mit den Gesetzen konform gehen oder zumindest diese kennen, sie in irgendeiner Weise auch beachten, wenn auch nicht immer. Schummeln tun viele, das wissen wir. Aber da gibt es ja auch eine Gruppe, die sogenannten Reichsbürger, die also diesen Staat komplett ablehnen, die mit diesem Staat nichts, aber auch gar nichts zu tun haben wollen. Und den auch gar nicht anerkennen, dadurch natürlich auch nicht die Regeln, die Gesetze. Und wenn Polizisten auf solche Menschen stoßen, ich glaube, dann, da schreiben sie auch, wird es dann besonders konfliktträchtig. Ja, also gibt es eine ganz wunderbare Broschüre über Reichsbürger vom Verfassungsschutz. Ich habe mir die näher angesehen. Was ich aber ein bisschen zu kritisieren habe, dass er Theoretiker für Theoretiker schreiben. Also ein Polizist wird aus dieser Broschüre informativ sehr viel rausnehmen können. Also das ist ganz wunderbar. Es gibt aber keine praktischen Hinweise oder Ratschläge, wie verhalte ich mich denn nun bei solchen Einsätzen. Da werden zwar große Einsätze beschrieben, also die tagelang vorbereitet werden und so weiter. Das ist gar nicht das Problem, auch wenn wir da einen getöteten und einen verletzten Polizisten hatten. Die gefährlichste Situation für Polizeibeamte, wo sie am meisten zu Schaden kommen, sind einfache Verkehrskontrollen. Dann ist der Überraschungsmoment riesengroß, wenn man plötzlich vor einem Reichsbürger steht. Und wenn man sich das Internet mal anschaut, das Internet ist voll von, Auftritten von Reichsbürgern gegenüber Polizisten, wo Polizisten leider oftmals nicht gut abschneiden. Also das erfordert schon ein etwas anderes Vorgehen mit Reichsbürgern, sich auseinanderzusetzen. Warum schneiden die da nicht gut ab oder was sind da die Gründe oder warum ist das so? Die sind nicht vorbereitet auf die Situation. Die sind gedanklich oftmals nicht vorbereitet. Und Reichsbürger haben ja auch so eine Art, sozusagen einen Vortrag zu halten. Ja, ja. Also da muss man dann auch mal resolut eingreifen und muss die Sache beenden. Und da darf man nicht einen auf... Wenn ich jetzt in der BRD GmbH mit dem da stundenlang, ich hatte auch schon mal so ein, zwei Gesellen in meiner Nähe, die da drauf losschwadronierten, dann wird es schwierig. Ja, ja. Genau. Und wenn die dann anfangen zu filmen oder mit dem Megafon vor einem Polizeibeamten stehen und den belästigen, dann muss man auch mal gucken, also filmen ist nicht. Und mit dem Megafon einen Meter von dem Beamten den voll zu quatschen, muss man auch mal gucken wegen Körperverletzung. Da muss man dann auch mal eine Strafanzeige machen. Und ich weiß, ich habe in der Stadt Potsdam Eigensicherungsseminare mit den dortigen Bediensteten gemacht. Die haben ähnliche Probleme. Also Probleme mit Reichsbürgern haben ja nicht nur Polizisten, das haben auch die ganze Bandbreite in den Rathäusern, die haben genau die gleichen Probleme. Und dort finde ich zum Beispiel in dieser Broschüre über Reichsbürger keine Handhabung, wie gehe ich denn mit denen konkret in der Praxis um. Und diese Lücke habe ich versucht zu füllen im Buch Schlussakkord Deutschland. Da werden Sie konkrete Anleitungen finden, wie gehe ich denn in der Realität, in der Praxis mit solchen Leuten um. Wenn ich immer Bilder sehe von Demonstrationen, Demonstration ist ein Grundrecht, ist gar keine Frage. Jeder kann oder soll demonstrieren in einer Demokratie. Aber was mich schockiert, ist, wenn so Demonstrationen dann aus dem Ufer gehen oder laufen, wie beim G20-Gipfel in Hamburg, dann ist die Polizei plötzlich in einer Situation, wo die wirklich also in einen Krieg quasi verwickelt wird. Da werden Steine geworfen, da geht es wirklich, da müssen die sich einsetzen hier. Mit ihrem Leben. Also das ist und werden quasi für den Staat gehalten. Und das schockiert mich jedes Mal, dass man da, also solche Einsätze, wenn man sowas, wenn man diese Bilder im Fernsehen sieht, ich glaube, das schockieren auch viele Menschen in diesem Land. Das ist auch schockierend, auch für die Polizeibeamten, die das aushalten müssen.
Ich habe eine riesengroße Achtung vor den Kollegen. Also das habe ich auch. Also wenn ich sehe, dass da manche Leute mit Steinen auf die werfen, also es ist wirklich schlimm. Ja, sehr bekannt, dass Linksextremisten, nicht nur Antifa, sozusagen in dem Polizisten den Staat sehen. Und deswegen ist der Polizist Feindbild Nummer eins für diese Leute. Aber G20-Gipfel haben Sie ja gesehen, nicht nur Polizisten sind dort verletzt worden, also massenhaft verletzt worden. Leidtragend waren vor allen Dingen die sogenannten kleinen Leute. Die noch Geschäfte also, da hatten, die geplündert Geschäfte wurden. Hatten oder ihr kleines Auto, was sie jeden Tag benutzen, um da mit auf Arbeit zu fahren. Das ist einfach mal angezündet worden. Die viele Autos sind angezündet worden. Geschäfte von Kleinstunternehmern und Gewerbetreibenden sind geplündert worden. Die Menschen haben mir wirklich leid getan, muss ich mal so sagen. Und ich finde es natürlich bedauerlich, dass keine Polizei vor Ort war. Das liegt natürlich, also die hatten einfach nicht genügend Kräfte. Ja, am Anfang war ja gar niemand da. Genau. Es war niemand da, weil offensichtlich keine Kräfte zur Verfügung standen. Also die Polizei macht es nicht mit Absicht, irgendwie nicht hinzufahren. Die haben alle die Staatsgäste in der Elbphilharmonie geschützt. Ja, so ist es. Genau. Ja. Und dann konnten die da lustig drauf los. Das tut mir für die Hamburger sehr leid, weil ich habe selber in Hamburg geheiratet, meine Frau. In Hamburg ist eine wunderschöne Stadt mit total sympathischen Menschen. Und das hat mir für die Einwohner total leid getan. Ja, das hat mir auch leid getan, als ich gesehen habe, dass die da vor den Ruinen ihrer Existenz dann plötzlich gestanden sind, dass sowas passieren kann bei Demonstrationen. Und eigentlich sollte sowas ja nicht passieren. Und es sollte ja auch nicht passieren von der Polizeitaktik her, dass wenn es eine Demonstration jetzt von rechts gibt oder umgekehrt und eine Gegendemonstration, dass die aufeinandertreffen oder so. Das wird ja auch jedes Mal versucht zu verhindern. Ja, da gibt es solche und solche Veranstaltungen. Ich habe das auch in Potsdam erlebt, wo man diese krude Pogida-Demonstration, das muss man auch nicht gut finden, also ist auch nicht gut. Das sind ja wirklich gute Leute, die da teilgenommen haben. Aber die Gegendemonstration in unmittelbarer Reichweite genehmigt, habe ich nie verstanden. Weil in der Mitte steht die Polizei und die Polizei muss das ausbaden. Also Demonstrationen werden ja genehmigt. Ne? Und ich habe mir das gleich in Dresden angesehen mit Pegida und Gegendemonstrationen. Da hat Claudia Roth eine Rede gehalten. Die waren aber mindestens einen Kilometer getrennt. Und die sind dort, ich habe mir die Kräftekonstellation durchgelesen. In Potsdam waren 1000 Polizisten, dort waren ungefähr 200 Polizisten. Und dort gab es keine Vorkommnisse. Deswegen muss man das nicht verstehen, wenn Demonstrationen und Gegendemonstrationen in unmittelbarer Reichweite sozusagen stattfinden. Da kann man auch Auflagen geben und sagt dann, bitteschön, die Demonstrationen oder Gegendemonstrationen kann man dafür sorgen, dass mindestens ein Kilometer Luftlinie dazwischen liegt. Ja, genau. Weil ausbaden tun das nicht die am Schreibtisch, sondern die Kollegen vor Ort. Die Polizisten. So ist es. So ist es, ja. Die Polizisten, die müssen das dann letztlich dann, wie Sie gerade sagten, auf ihre Kappe nehmen und teilweise werden sie, wie gehört oder gesehen, verletzt. Und das trägt sicherlich nicht dazu bei, dass die Polizisten letztlich glücklich sind. Ja gut, mit einer professionellen Gelassenheit und entsprechender Distanz. Soll und muss ein Polizist in der Lage sein, damit umzugehen. Ich finde es viel problematischer, wenn Polizisten schlecht behandelt werden. Ja? Also wenn sie schlecht behandelt werden, das finde ich viel problematischer innerhalb der Dienststelle. Naja, wir haben auch Mobbing bei uns, ne? Aber offiziell gibt es ja kein Mobbing. Also Mobbing findet einfach nicht statt. Es wenden sich auch verschiedene Kollegen mal an mich ab und zu. Das Erste, was ich denen sage, wende dich auf keinen Fall an diese sogenannten Mobbingbeauftragten. Weil die sind dafür da, die Dinge unter den Tisch zu kehren, unter den Teppich zu kehren. Die mobben selber, oder was? Das will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt vielleicht auch bei den vielen Beauftragten, wir haben ja ein Beauftragtenwesen ohne Gleichen, gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Kollegen, der ernsthaft bemüht ist, Probleme zu klären. Aber wenn ich jemanden aus der Pressestelle höre, seit 2008 oder so ähnlich haben wir erst 4 Mobbingfälle, also dann weiß ich gar nicht, ob ich da weinen oder lachen soll. Also das ist einfach lächerlich sowas und das ist ein Problem und ich bin überzeugt, die meisten Dauerkranken sind deswegen krank, weil sie sich nicht gut behandelt fühlen. Subjektive Gefühlslage der Bevölkerung, Herr Melzer. Fühlen sich die Deutschen sicher? Haben sie Respekt vor der Polizei? Glauben sie, dass die Polizei sie genügend schützt oder gibt es da Unterschiede? Das Lieblingsthema von Politikern auch in Brandenburg ist ja immer zu sagen, die Kriminalität sinkt. Genau, Kriminalstatistik wurde wieder vorgelegt. So ist es. Gewaltkriminalität sei zurückgegangen, heißt es. Ja. Es ist alles so wunderbar. Also Ausländer verüben ja auch keine Kriminalität. Nein, gibt es nur bei ganz bösen Menschen, die sowas behaupten. Es gibt ja einen religiösen Glauben an Statistiken.
Die Polizei behauptet auch gar nicht, dass die Statistiken, die polizeilichen Kriminalstatistiken, das reale Leben widerspiegeln. Mir ist eine Dunkelfeldstudie aus Niedersachsen sehr gut bekannt. Da haben sich 22.000 befragte Bürger beteiligt. Ist also auch in dem Buch drin, genau. Ist ja auch in dem Buch drin. Da ist jeder dritte Einwohner Niedersachsens Opfer einer Straftat geworden. Und es ist also ein altes Ding, je weniger Polizei, desto weniger Straftaten passieren. Das ist da auch ganz logisch. Also wir haben einen Mindeststandard in Brandenburg von 124 Funkstreifenwagen, die fahren sollen. Rund um die Uhr. Besetzt sind im Schnitt 107 und manchmal sind sogar weniger als 100 Funkstreifenwagen. Je weniger Polizei, desto weniger Straftaten werden in der Regel auch aufgenommen. Das ist eine ganz logische Geschichte. Die effektivste Form der Polizeiarbeit ist im Übrigen die Fußstreife. Weil dann werden die Kollegen auch angesprochen. Die sagen mal, mir hat gestern einer die Scheibe eingeschmissen. Und da sagt er, oh Moment, ich habe Kenntnis von einer Straftat erhalten. Strafverfolgungszwang, nehme ich gleich erstmal eine Anzeige auf. Wenn dann natürlich niemand kommt oder niemand da ist oder die Polizei immer weniger wird, dann haben wir natürlich auch weniger Straftaten in der Statistik. Also dieses Eigenlob, dieses ständige von früh bis abends, dass hier weniger Kriminalität herrscht, das muss mit der Realität nicht unbedingt zwingend übereinstimmen. Es ist nicht so. Also wir haben also die Gewaltkriminalität ist eher im Steigen begriffen, das muss man mal so sagen. Und im Übrigen sind auch Ausländer bei gewissen Straftaten überproportional vertreten. Das ist einfach so und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Sieht man ja mal bei der Sendung Aktenzeichen XY immer, also wie viele Ausländer da dabei sind oder fast gerade was diese ganze Raubkriminalität oder so angeht. Diese Clans, diese Bandenkriminalität, ich glaube, die ist bis heute nicht irgendwie in den Griff. Naja, böse Zungen behaupten, man hat es in Berlin zum Beispiel jahrelang laufen lassen, ne? Diese Clan, also diese Familienclans. Ne? Und man ist in letzter Zeit sehr aktiv. Also da gab es jetzt eine Pressekonferenz, man hat 77 Immobilien beschlagnahmt. Bei der Pressekonferenz war auch klar, also so richtige Beweise hat man im Augenblick noch nicht. Ich hoffe aber, man sagt, wir stehen erst am Anfang der Ermittlungen. Also ich kann nur hoffen, dass die Beweise ausreichen, um Anklage zu erheben und auch rechtskräftig diese Täter zu verurteilen. Unter anderem war da einer dabei, der lebt von Hartz IV und der hat also, ist damit aufgefallen, dass er mehrere Eigentumswohnungen sich angeschafft hat. Das ist dann auch nicht besonders intelligent. Also da gibt es auch andere, die machen es schlauer. Aber ich glaube, man hat das Problem erkannt in Deutschland, nicht nur in Berlin, dass man gegen diese Clan-Kriminalität was machen muss, weil das breitet sich aus wie ein Ja, die Zuwanderung, die wir hatten natürlich, diese Eminente seit Herbst 2015, hat die auch dazu beigetragen, dass die Kriminalität noch gestiegen ist? Oder wie ist das? Hat man erst bestritten. Ja. Aber das Einmaleins der Kriminologie bedeutet, je mehr junge Männer, desto mehr Kriminalität. Das ist klar, wenn hier von den, ich weiß nicht, 1 Million Flüchtlingen, die 2015 hier reingekommen sind, wenn da die Hälfte junger Männer dabei waren, das ist ja wohl ganz klar, dass aufgrund schon dieser Anzahl die Kriminalität steigen muss, bestreitet inzwischen auch niemand mehr. Ob dann natürlich wie der Spezialist Professor Pfeiffer, der dann sagt, naja, die sind nur deswegen kriminell, weil die haben keine Familienbande hier in Deutschland. Das wage ich zu bezweifeln. Also es ist bekannt aus dem arabischen oder afghanischen Raum, dass die Familienstrukturen sehr archaisch sind, dass der Vater dort der oberste Big Boss ist und dass dort sehr wohl auch Gewalt gegenüber den eigenen Kindern ausgeübt wird. Da gibt es ganz gute Ausarbeitungen inzwischen dazu. Also ich bezweifle, dass der Familiennachzug immer positive Effekte hat bei diesen jungen Männern. Es ist nun mal so, dass Menschen bis zum 5. Lebensjahr geprägt werden, generell geprägt werden. Alles, was man danach tun kann, ist sozusagen Flickschusterei betreiben. Will ich Menschen nicht positive Entwicklungsmöglichkeiten absprechen und will schon gar nicht pauschalisieren, weil es auch ganz viele Flüchtlinge gibt, die wirklich Schutz bedürfen und die auch sehr gut gewillt sind, sich hier zu integrieren. Es gibt aber auch die anderen und über die muss man auch reden. Das ist sicherlich ein Problem, das natürlich in so Großstädten hauptsächlich zu finden ist, wie Berlin oder so, diese ganzen, wo auch viele untertauchen natürlich, wo die Polizei es sicherlich auch nicht einfach hat. Naja, wir haben ja das Problem, dass viele Flüchtlinge eigentlich zur Abschiebung ausstehen, dass sie dann untertauchen oder dass sie einen Aufenthaltsduldungsstatus haben, mehrfach vorbestraft sind. Und gab es ja einen Mordfall im Berliner Tiergarten, da hat ein, ich glaube, ein Tschetschener war es,
bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aus der Russischen Föderation jedenfalls, der ist ja auch mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten, der hätte längst abgeschoben gehört. Hat aber niemand gemacht und dann hat er halt diese Frau umgebracht da. Ne? Also hier rennen auch einige rum durch die Gegend, die gehören eigentlich nicht hierher, muss man mal so deutlich sagen, wie es ist. Die Polizei muss dann da wieder... Ja, die Polizei muss es machen, wer soll es denn sonst machen? Ja. Dafür wird man auch Polizist. Mülleimer der Gesellschaft, ja, steht irgendwann in dem Buch auch. Ja, also ich entstamme ja aus einer Familie mit 3 Generationen Polizisten, also... Ich kann nur, also ein Polizist sein ist nicht ein Job wie jeder andere, das muss man das schon stimmt, mit Fleisch ja. und Blut und Leidenschaft machen, aber trotzdem mit der großen Distanz auch. Ne? Also man kann sich nicht jeden Fall persönlich reinziehen, macht ein Psychologe auch nicht, das würde man nicht aushalten, aber wenn man Polizist wird, dann macht man vor allen Dingen das, um Menschen zu helfen und Kriminalität zu bekämpfen. Also man kann vielleicht als Fazit jetzt von unserem Gespräch und auch von dem Buch festhalten, der Staat, die Politik muss sich mehr um die Polizei kümmern. Ja. Das ist so das, was für die Zukunft, glaube ich, wichtig und essentiell ist. Die Polizei darf sich nicht mehr alleine gelassen fühlen. Polizei, genau, so kann man das sagen. Polizei, das sind keine Müllmänner der Gesellschaft, die kommen sich aber manchmal so vor, weil denen die Unterstützung in Politik fehlt und die werden natürlich in manchen Medien auch sehr angegriffen für alles Mögliche, weil es gibt gewisse politische Kräfte, die haben ein Interesse daran, die Polizei in die Defensive zu drängen. Das war's mit Steffen Melzer, Schlussakkord Deutschland. Wir haben jetzt auch hier den Schlussakkord von unserem Talk. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie da waren. Ihr neues Buch vorgestellt haben und ja, bleiben wir alle wachsam und hoffen wir, dass sich da einiges verbessern wird. Letzte Frage, reichen eigentlich die bestehenden Gesetze aus? Man spricht jetzt überall von Verschärfung des Polizeiaufgabengesetzes, Bayern hat angefangen, Brandenburg will da ja auch nachziehen, Schröter, ist da mehr zu tun Ihrer Meinung nach oder würden schon die momentanen Gesetze oder das, was die Möglichkeiten, die die Polizei hat, ausreichen? Schwierige Frage. Ich würde mich manchmal freuen, wenn wir die Gesetze auch ausschöpfen, die wir haben. Also die bestehenden anwenden. Ja. Die bestehenden anwenden. Also nicht nur was Polizei betrifft, auch Justiz. Aber da sollte man sich besser nicht äußern. Dann sagen die, das ist unsere Sache. Davon verstehst du nichts. Ich würde mich freuen, wenn Täter, die Polizisten angreifen, nicht nur den erhobenen Zeigefinger kriegen, Bewährung oder Ähnliches, dass sie auch mal in Bau gehen, auf Deutsch gesagt, dass auch mal abschreckende Urteile hier geschaffen werden. Da wären wir schon ganz gut, wenn wir die bestehenden Gesetze mal konsequent anwenden würden. Es ist natürlich so, ein Polizeigesetz muss auch angepasst werden. Also die Gesellschaft bleibt nicht stehen. Wir haben seit 2015 eine neue Lage in Deutschland. Alles entwickelt sich fort. Wir haben Globalisierung und so weiter. Natürlich muss man Gesetze ab und zu mal anschauen und gucken, was können wir ändern, was können wir besser machen. Das ist ganz klar. Alles klar. Ein schönes Schlusswort von Steffen Melzer. Danke, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, das war Steffen Melzer, Polizist, vielfältiger Buchautor und hat ein neues Buch vorgelegt, Schlussakkord Deutschland. Und wir haben darüber gesprochen, auch über den Zustand der Polizei und was sich da verbessern muss. Danke für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.